Ja, da hat er tatsächlich auch ein bisschen recht, ne? Ja, also, aber wie willst du denn, also du musst ja immer aufpassen, wie gibst du etwas zurück, ohne bonzig zu wirken oder ohne. Warum ist bonzig wirken? Du hast mehrmals bonzig benutzt. Naja. Warum ist das so schlimm? Naja, also ich sehe das so unter, also viele Menschen erkaufen sich dadurch ihren Wert. Also so typischerweise so die Menschen auch im Club, die sich dann halt eine Flasche auf den Tisch stellen, die bezahlen ja quote sehr, sehr so ran, ob ja, halten, ja. Die bezahlen ja letztendlich sehr viel Geld, damit sie als wertvoll von anderen Menschen wahrgenommen werden. Und das möchte ich ja nicht erreichen. Also dem versuche ich ja gerade zu entgehen. So. Und zwar fast schon zwanghaft. Ja, sozusagen. Also wenn was teuer ist, dann kaufst du das ja deswegen nicht, weil es teuer ist, obwohl ob du jetzt die Flasche kaufst oder nicht. Es geht ja nicht darum, du merkst das nicht, ob du die gekauft hast, aber dir wäre es total unangenehm, die zu kaufen. Nicht zu kaufen, sondern dann damit zu sitzen. Also ja, genau. Damit gesehen zu werden. Ja, warum genau? Was ist das Schlimme? Was ist das Schlimme? Menschen, die du neu triffst, die nehmen dich dann ganz anders wahr. Also die schätzen dich automatisch anders ein. Und ich lerne zum Beispiel lieben gerne neue Menschen kennen. Ich gehe dreimal, viermal die Woche abends aus und bin unterwegs und lerne Menschen kennen. Und da ist es, finde ich, schon wichtig, wie Menschen dich den ersten Eindruck von dir haben, wie sie dich wahrnehmen. Und das ist ja was anderes, wenn sie dich das erste Mal treffen, weil du am Tisch mit einer Flasche sitzt. Oder wenn sie dich ganz normal kennenlernen. So auch ein guter Freund von mir, der als er mich nur kennengelernt hatte, der sagte halt, dem habe ich halt gesagt, dass ich für eine Firma arbeite. Also, und habe gesagt, hier für die und die Firma arbeite ich. Und der hat dann halt dann über Ecken so nach dem dritten, vierten Treffen herausgefunden, ey Daniel, kannst du mir mal sagen, dass du der Inhaber davon bist? Ich kenne euch ja schon, also ich kenne die Firma ja schon lange und ich denke, du erzählst dir die ganze Zeit, dass du halt für die Arbeit, dass du da Angestellter bist und jetzt erfahre ich, dass du der Inhaber bist. Ja, du machst dich halt tendenziell deutlich kleiner, als du bist, weiß ich nicht, aber so, das Flasche kaufen ist ja das eine, aber zu sagen, ich nehme mir keine schöne Wohnung, weil ich Sorge habe, dass wenn jemand nach Hause kommt, gut, die WG ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja, die WG war ja der einzige Grund, weil ich eine unglaublich tolle Community dort hatte und sicher, ich wäre auf jeden Fall schon sofort umgezogen, würde ich irgendwo in einer schäbigen Wohnung alleine wohnen, aber eine schäbige WG mit den richtigen Leuten. Das ist ja wunderschön. Das ist einfach nur Spaß. Es ist immer was los. Es ist immer Entertainment und das kannst du dir ja nicht erkaufen. Aber du hättest ja easy sagen können, liebe Freunde, ich mag euch wirklich gern. Da vorne ist eine geile 5-Zimmer-Penthouse-WG-Wohnung frei geworden. Ich subventioniere die, ihr könnt da gerne mit wohnen. Hast du aber nicht gemacht. Dann schaffst du ja ein Abhängigkeitsverhältnis. Dann subventionierst du deine Freunde und dann musst du ja aufpassen, ob deine Freunde mit dir befreundet sind, weil sie bei dir wohnen und du ihnen die Miete bezahlst. Das ist ja, also, was ist denn, wenn ein Konflikt entsteht? Also, oder man sich ehrlich die Meinung sagen möchte, dann ist die gesamte Situation ja voreingenommen im Sinne von, hey, ich pass mal auf, was ich jetzt sage, weil ich wohne ja bei Daniel und der zahlt mir einen Teil der Miete. Das ist ja toxisch.